Diese Erzgebietswoche hat ein wunderbares Thema, wo gehöre ich hin? Zu den, heute am ersten Tag, zu den Wurzeln des Lebens. Wir buchstabieren das in diesem Gottesdienst jetzt durch. Und der nächste Schritt, uns zu vertiefen, herein ist ein Bibelwort aus dem Propheten Jeremia. Das ist vorgeschlagen von der Allianz für diesen Tag. Und ich lese es zunächst einmal, Jeremia 17, und es sind die Verse 5 bis 10, und wir werden das Satz für Satz noch einmal angucken gleich auch. Ich bitte euch jetzt zunächst einmal, diesen ganzen Text im Zusammenhang zu hören. Gott spricht selbst durch den Propheten Jeremia. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jedem nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Das ist sehr präzise, was Gott uns sagt, als Antwort auf die Frage, wo gehöre ich hin? Natürlich, das ist ein schönes Bild und dem stimmt jeder sofort zu den Quellen des Lebens. Und die ganze Frage heißt, wo sind die Quellen des Lebens? Und in diesem Wort Gottes hier gibt es darauf eine präzisere, eine genauere Antwort, als uns in der Regel lieb ist. Wir wollen das angucken, Satz für Satz. In dem vorgeschlagenen Text von der Allianz kommen jetzt, stehen nur zwei Verse aus diesem ganzen Abschnitt, die ich vorgelesen habe. Die positiven, die starken. Vers 7 und 8. Nicht da heißt es, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Darüber haben wir schon Tolles gehört. Also hört man nie so eine tolle Erklärung und Predigt gehört wie Daniel, von Daniel vorhin. Wo ist er? Ist das wahr? Wo bist du, Daniel? Hier. Ein Sägewerk betreibst du? Ja. Das heißt, du machst die Bäume um. Ja. Das nennt man Humor. Und Baumörder. Dafür hast du das ganz schön gemacht. Ich hätte das dir gar nicht zugetragen. Also gut. Wir wollen ja Schränke draus machen und Stühle aus den schönen Bäumen, das ist ja auch sinnvoll. Also gut, das ist in diesem Wort. Und das Erste, was ich dabei unterstreichen möchte, ist die Tatsache, die ganz offenbar ist, Segen ist sehr, sehr erwünscht. Das spürst du heute überall. Spürst du in den Gemeinden, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns ist das, wenn wir das Mahl des Herrn miteinander feiern, während der Austeilung sind wir im großen Kreis, dann den Abendmahlstisch und so 200 Leute, das dauert dann. Und während der Zeit sind Mitarbeiter hinten im Saal und dann kannst du da hingehen und dann beten sie für dich und segnen dich. Und das ist sehr, sehr gefragt. Ich beobachte das auch sonst.
Dann habe ich mich gewundert. Als Evangelist habe ich ja immer so Menschen eingeladen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Andere sagen, das mögen die Leute nicht so Entscheidungen. Das ist alles so. Wir bieten ihnen an, dass wir sie segnen. Ja, ist ja auch was Schönes. Kommen die Leute, erstaunlicherweise, gesegnet werden wollen alle. Auch die Leute, die in die Kirche gehen oder so, lassen ihre Autos segnen von irgendjemandem. Es gibt ja alles Mögliche, was da gesegnet wird. Das heißt, dieses Bedürfnis in einer Welt der Unsicherheit, der Bedrohung, der Angst, wo du spürst, dass du dauernd an deine Grenzen kommst und dass du dauernd doch es nicht schaffst, da hast du eine Sehnsucht, dass eine höhere Macht dich schützt und stärkt und so weiter. Also Segen ist sehr erwünscht. Die Frage, ob dieser ganze Boom, sage ich mal, der heute, das kann man sicherlich tatsächlich sagen, wenn man die letzten 20 Jahre anguckt. Vorher war das mit dem Segen, na gut, in der katholischen Kirche, da war das immer so, da wurden auch Mögliche gesegnet und so. Ne? Das ist normal religiös gewesen. Aber in den letzten 20 Jahren etwa beobachte ich diesen Boom, dieses verstärkte Bedürfnis nach Segen. Manchmal ich sage, hör mal, am Schluss des Gottesdienstes segnen wir alle. Reicht das nicht für dich? Brauchst du da nochmal etwas Besonderes? Ich will das gar nicht kritisieren, aber es fällt mir einfach auf. Diese Sehnsucht danach, ja, ich brauche einen besonderen Segen. Je mehr das stark zu spüren ist, umso mehr stellt sich die Frage für mich, ja, bin ich mir nicht sicher, dass Gott jetzt seinen Segen gibt? Oder sind das eigentlich nur verzweifelte, fromme Wünsche, denen wir Ausdruck geben? Woher weiß ich das? Und deshalb ist mir so wichtig, dass hier in diesem Wort Gottes durch Jeremia spricht Gott selbst. Es beginnt ja in Vers 5, so spricht der Herr. Dass er ja eine sehr klare Antwort auf die Frage ist, woher kommt denn Segen wirklich? Und deshalb lesen wir jetzt noch einmal die Verse 7 und 8 mit anderen Augen. Genau. Segen kommt nämlich nur von dem Gott, der sich mit Namen vorgestellt hat. So, jetzt weiß ich nicht, was ihr für eine Bibelausgabe lest. In den meisten deutschen Bibelübersetzungen ist das, was Martin Luther in seiner Übersetzung aus dem Judentum übernommen hat, auch übernommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr bei Bibel dabei habt, das jetzt prüfen könnt. Also, ich will das mal ganz einfach jetzt angucken. In Vers 7 und Vers 8. Ja, stehen, jawohl. Da steht ja in den meisten Bibelübersetzungen, wenn es da heißt, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist, steht interessanterweise das Wort Herr mit den Großbuchstaben. Das ist schon mal eine wichtige Hilfe. Warum ist das eine wichtige Hilfe? Das ist ein Signal, dass im hebräischen Urtext der Bibel da nämlich gar nicht Herr steht. Was steht da? Da steht an all diesen Stellen, es sind viele, viele Stellen im Alten Testament, da steht der Gottesname Yahweh. Und da stehen, ich habe jetzt hier, wie das im Hebräischen ist, nur die vier Konsonanten. J, H, W, H steht da. Die Vokale, also A, E, U, stehen da nicht. So, Gott hat, da steht sein Name. Gut, die jüdische Tradition ist voller Ehrfurcht und das ist etwas Positives. Sie haben immer Sorge gehabt, es ist toll, dass Gott seinen Namen sagt, dass er sich so persönlich offenbart, dass er damit zeigt, er will angeredet werden. Er möchte, dass wir ihn persönlich kennen. Er möchte, wenn man einen Namen gibt, dann sagt man, ich möchte ja von dir angeredet werden.
Ich möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Er will also nicht irgendwie ein höheres Wesen, eine höhere Macht, ein allgemeines sein. Er will persönlich sein. Er sagt sich mit, stellt sich mit Namen vor. Mose. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 3. Jahwe sagt er. Ich bin der, ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Und immer rumgerätselt, was ist eigentlich die Bedeutung? Was ist eigentlich der Treue? Der, der sich allein bestimmt, der von niemand anders abhängig ist, dessen Wort deshalb gilt, weil er ist, wer er ist und sein wird, wer sein wird. Jahwe. Er offenbart sich mit seinem Namen. Am Sinai bestätigt er es, also die zehn Gebote beginnen ja gar nicht mit einem Gebot, sondern sie beginnen mit einer Selbstvorstellung. Ich, Jahwe, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe, aus der Knechtschaft, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, am Anfang steht eine Liebeserklärung. Ich, Jahwe, er stellt sich mit Namen vor. Er will das dein Gott. Er sagt, ich will zu dir gehören, du sollst das wissen. Und das habe ich bewiesen, indem ich euch das Volk Israel aus Ägypten geführt habe. Dann sagen wir, gut, das gilt für das Volk Israel. Was gilt das für uns? Wenn ihr nicht eine jüdische Mutter habt, gehört ihr nicht mal zum Volk Israel und zum Bundesvolk, gehören wir zu den Heiden, zu den Heidenvölkern. Was gilt das für uns? Na gut, genau das ist die Botschaft des Neuen Testamentes in Matthäus 1. Da heißt es, Emmanuel, das Kind, das geboren wird, du sollst ihn Jesus nennen. Jeshua, er wird sein Volk retten von den Sünden. Emmanuel, Gott mit euch. Jeshua, Jesus, heißt Jahwe rettet. Das ist eine Übersetzung dafür. Jahwe rettet. Gott selber bestimmt, wie der Retter heißt. Jesus. Haben nicht Maria und Josef nachgedacht, das ist denn im Augenblick der beliebteste Name? Jeshua, Jesus heißt Jahwe rettet. Das heißt, Gott ist ein Gott, der sich mit Namen vorstellt, um damit zu sagen, ich möchte, dass du mich kennst, und zwar persönlich, so dass du mit mir sprichst, dass du mich anredest mit Namen und dass du weißt, wer ich bin. Der Treue, der Zuverlässige, der dich nicht belügt und der kommt, um dich zu retten und dir alles aus deinem Leben wegzunehmen, was dich von mir trennt. Er wird sein Volk retten aus ihren Sünden. Gott redet vom Segen. Er wird gesegnet sein. Ein Mensch wird gesegnet sein, der sich an den Gott hält, der sich mit Namen vorstellt. Also, warum ist das wichtig? Religiös ist, alle haben eine Sehnsucht nach Segen. Alle möchten Bestätigung haben für ihr Leben. Alle haben Ängste und möchten Schutz finden in diesem Leben. Das gehört zu jedem Menschen, auch zum gottlosesten Menschen. Und deshalb suchen auch die gottlosesten Menschen irgendwo Segen. Das Problem ist, dass Gott sagt es, Segen kannst du nur finden bei dem Gott, der Schöpfer ist. Der Erhalter und der Retter und der sich namentlich bekannt gemacht hat in Israel und in Jesus für alle Völker. Jeshua, Jesus, Jahwe rettet. Und er sehnt sich danach, dass ein Mensch eine persönliche Beziehung hat zu ihm. Und dass er in dieser persönlichen Beziehung lebt mit dem Gott, der eine persönliche Beziehung möchte, der voller Liebe zu uns ist. Das ist das Problem des Volkes Israel gewesen. Das zweite Kapitel des Propheten Jeremia liest. Da sagt Gott durch den Propheten Jeremia, mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Mich, Jahwe, die lebendige Quelle, verlassen sie. Und machen sich selbst
Zisternen, die doch rissig sind und die das Wasser nicht halten. Das heißt, er sagt nicht, Hauptsache man glaubt an ein höheres Wesen. Hauptsache man hat begriffen, dass man nicht alleine machen kann. Das scheint einem ja heute schon ein Vorteil zu sein, wenn Menschen nicht so primitiv, arrogant, selbstherrlich sind, dass sie begreifen, ich habe mich nicht selbst geschaffen, ich kann mich nicht selbst schützen, ich brauche eine höhere Macht. Wir sind ja schon fast dankbar, wenn wir entdecken, dass Menschen wirklich sagen, ja, ich brauche eine höhere Macht, ein Gott wird es wohl geben und ich suche seinen Segen. Also, damit fängt das Problem erst an. Es gibt viele höhere Mächte. In Israel suchten sie sie. Das war wie damals, wie heute in der Esoterik. Ich meine, das ist in Europa, die Leute suchen nach spirituellen Mächten, die sie stärken, die ihnen Gesundheit geben, die sie schützen, die ihr Potenzial entwickeln, die ihnen kosmische Kräfte geben über das, was sie haben. Und das wabert nur so durch Europa. Die wenigsten sind so dumm, dass sie im Ernst glauben, dass sie ganz alleine, obwohl manche das auch noch sagen, ich glaube nur an mich selber und ich schaffe alles selber. Die meisten begreifen, dass das Leben viel zu schwierig ist, viel zu kompliziert, viel zu bedrohlich, als dass das die Wahrheit sein könnte. Also suchen sie nach Schutz und Segen, nach Unterstützung. Aber es ist alles sehr diffus. Das ist Religion. Und das war in Israel. Und Gott beklagte nicht in Israel, dass sie Atheisten waren, sondern, nein, sie haben mich verlassen. Aber so eng muss man das nicht sehen, sagten sie. Man muss das weiter sehen. Es gibt auch andere Ansichten noch von Gott und von Mächten. Und das kann doch, wenn es hilft, ist es doch gut. Sie machen sich selbst, sie verlassen mich die Quelle, sie machen sich selbst Zisternen. Und Zisternen, das sind diese tollen Behälter, die man im Orient unter den Häusern hat, wo man in der Regenzeit, jetzt zwischen Oktober und April, das Regenwasser sammelt. Aber ich war als junger Pastor auf der Westbank in Jerusalem und in dieser Schule, in der ich als Vikar gearbeitet habe, als Internatshelfer, hatten wir riesige Zisternen. Und ab September, Oktober, wenn das Wasser knapp wurde, ab September war das wichtig. Wenn sich dann rausstellte, ist ja gar nichts mehr drin. Wo ist denn das ganze gesammelte Wasser geblieben? Wenn die rissig sind, wenn die das Wasser nicht halten, dann bist du übel drin. Ja, sagt Gott. Nicht nur, dass ihr nicht die lebendige Quelle verlasst, sondern ihr macht euch auch selber Reservoirs, aus denen ihr Lebenskräfte zu, die aber rissig sind. Es hält das Wasser nicht. So, das ist das eine. Gott möchte, dass wir ihn persönlich kennen. Und fragen wir natürlich in unserer Zeit, in der so viele unterschiedliche Religionen und Glaubensweisen da sind, und wo man merkt, das ist auch ein bisschen schwierig, so alles miteinander zu verkraften. Das liegt ja heute in der Luft. Man sagt, das so einfach ist das nicht. Kann das alles wahr sein, aber wie soll man miteinander umgehen? Man will ja auch irgendwie im Frieden miteinander leben. Muss man da tatsächlich so eng sein? Das zerreißt ja auch uns Christen heute in den Kirchen. Muss man da so eng sein? Wir lesen deshalb nochmal Vers 5 und Vers 6, das ist das Dritte. Also ja, natürlich, jeder Segen ist sehr erwünscht, das war das Erste. Das Zweite ist, das Segen kommt von dem Gott, der sich mit Namen vorstellt. Also er ist die Quelle, sehr präzis, nicht allgemein irgendwo.
Aber das, und das Dritte macht nochmal deutlich, es geht um Segen und Fluch. Es geht um Tod und Leben. Das ist schon ziemlich schroff, was Gott da zuerst sagt. Der ganze Abschnitt fängt ja damit an. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch, also Menschliches, für seinen Arm. Also Arm ist ja das Bild für das, dass ich etwas schaffe, dass ich Sinn kriege. Und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Dornbusch. Und dann wird vom Dornbusch in der Wüste geredet. Das haben wir natürlich, ich meine, in Österreich gibt es keine Wüsten. Aber der Dornstrauch in der Wüste im Nahen Osten und Israel, das ist eigentlich das Hauptbrennmaterial. Da wächst nichts dran, das ist so trockenes Zeug. Das wird aber abgemacht und das kannst du gut, das ist richtig trocken. Auch zu nichts gut, aber es ist Brennholz. Damit kannst du Feuer machen. So, das ist oft im Alten und im Neuen Testament ein Bild für ein Leben ohne Gott, was nicht aus der Gemeinschaft mit ihm kommt, wo nichts wächst, wo keine Frucht ist, wo keine Ergebnisse sind, die Gott ehren und die den Menschen helfen. Die nichts bringen fürs Leben. Keine Frucht. So, und da sagt Paulus, Jeremia im Auftrag Gottes, es geht hier nicht, dass man ein bisschen mehr an geistlichem Potenzial sozusagen hat, dass es ein bisschen glücklicher wird, sondern es geht um Fluch oder Segen. Darf man so schroff sein? Jesus ist noch deutlicher. In der Bergpredigt sagt er, geht ein durch die enge Pforte. Das Tor ist breit und die Straße ist breit, die zur Verdammnis führt. Und viele gehen darauf. Das Tor ist schmal und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Wenige finden ihn. Er sagt nicht, da musst du wählen, gibt zwei Wege. Nein, er fleht, er bittet, geht ein durch die enge Pforte. Nichts ist schwer daran. Jesus ist die Tür. Er tut alles. Er ist der Weg. Er schafft alles. Nichts ist schwer. Aber er sagt, das braucht die Entscheidung. Für den breiten Weg und für den Fluch und für die Verdammnis brauchst du keine Entscheidung. Da musst du nur tun, was alle tun. Viele gehen diesen Weg. Das sind diese typischen Wege, wo du einfach mit der Menge schwimmen kannst. Und machen wir uns nichts vor. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir sind Menschen, und wir haben zutiefst ein Bedürfnis nach Bestätigung. Und wir tun uns sehr schwer, wenn wir in einer Umgebung leben, in der die Leute nicht Ja sagen zu dem, wie wir leben. Wenn es keinen Applaus gibt, ist es nicht mehr plausibel. Sagen wir es zusammen. Wenn alle was anderes wollen, dann kann doch nicht richtig sein, dass ich alleine diese nicht. Bin ich krank? Ja. Krank gelten in unseren Gesellschaften, wer sich nicht mit der Mehrheit versöhnlich einlässt. Und das prägt uns sehr. Und deshalb sehnen wir uns nach Bestätigung. Christen überleben deshalb eigentlich auch nur richtig, wenn sie Gemeinden haben, in denen sie diese Bestätigung erfahren. Um dann in einer Welt zu leben, in der die Mehrheit, weiß ja nicht, wo ihr sonst so lebt, im Beruf, in Nachbarschaft und im Büro oder was so, in der Uni, wo du, wenn du dich umguckst, keinen mehr siehst, der das gleiche glaubt wie du, dann packst du dir deine Ohren und denkst, bin ich doof? Bin ich verrückt? Kann man nicht wahr sein. Die sind ja auch alle intelligent. Dass ich hier behaupte, ich hätte recht, und die anderen halten alle so Quatsch, das ist ein enormer Druck. Das ist ein enormer Druck. Also, wir suchen die Bestätigung. Und Jesus sagt das ganz klar, ja, das ist es.
Geh den weiten, breiten Weg durchs breite Tor, du endest in der Verdammnis. Jesus ist ja noch schroffer. Manche finden das ja denkbar unangenehm, wo er doch die Liebe in Person ist. Er sagt das in aller Deutlichkeit, weil er uns liebt. Weil er uns nicht für dumm verkaufen will, weil er uns nicht belügen will. Weil er sagt, es geht um Tod und Leben. Es geht nicht um ein bisschen religiöser. Es geht auch nicht um Gemeindewachstum. Sondern es geht um Tod und Leben in Zeit und Ewigkeit, dass Menschen die Quelle des Lebens im Schöpfer kennen, der allein in Jesus, Jahwe rettet, sich offenbar und im gekreuzigten und auferstandenen alleine der Retter ist, der Menschen sucht und sie verbindet mit Gott und sie einpflanzt in den Wurzelboden des Schöpfers, wo sie Kraft und Wasser ziehen können, um zu leben. Es geht um Tod und Leben. Und dann sagt er hier, die Entscheidung fällt im Herzen. Vers 5. Verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn, von Jahwe. Und weicht mit seinem Herzen. Was ist denn das mit dem Herzen? Die Entscheidung fällt im Herzen. Und da wird es noch einmal für uns ganz, ganz heiß. Denn wir leben heute in einem Zeitalter, das nennt ein großer Philosoph, Charles Taylor, nennt das etwa seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, kann man ziemlich genau datieren, das Zeitalter der Echtheit. Ein Wort dafür ist das Zeitalter der Authentizität. Lebe dein eigenes Leben. Der wichtigste Spruch in diesem Zeitalter heißt: Höre auf dein Herz. Höre auf dein Herz. Und alle sind tief bewegt. Antoine de Saint-Exupéry hat in seinem berühmten Werk Der kleine Prinz diesen Satz geschrieben, oft zitiert: Nur, du siehst nur mit dem Herzen gut. Und Europa ist bestimmt seit Jahrhunderten jetzt von der Überzeugung, der Goethe hat das gesagt, der gute Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges stets bewusst. Der gute Kern des Menschen, ja, sagt er. Menschen entwickeln sich zu Monstern und tun Böses, aber das sind die Umstände. Im Kern ist der Mensch gut. Und du musst den Kern freilegen und das entwickeln. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, Vers 9 und Vers 10. Wir lesen, wie ist es mit unserem Herzen? Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Luther übersetzt trotzig und verzagt, das heißt eigentlich, trotzig heißt eigentlich trügerisch verschlagen. Das heißt wörtlich, es ist ein Betrüger, dein Herz ist ein Betrüger. Und wo es hier heißt verzagt, heißt es unheilvoll und unheilbar. Das ist der Aufschrei des Widerspruchs in unserer Zeit. Aber nicht nur in unserer Zeit. Es war die Kritik an den Christen vom Anfang der Christenheit an. Als Nero beim Brand von Rom Schuldige suchte und den Christen die Schuld in die Schuhe schob, wurde ihnen der Prozess gemacht. Sie wurden angeklagt und die Anklage lautete: Odium humani generis, Hass auf das Menschengeschlecht. Das hat man den Christen vorgeworfen. Wie kann man das den Christen vorwerfen? Ja, genau das. Ihr macht die Menschen schlecht. Ihr macht sie zu Sündern. Ihr sagt, wir wären so kaputt, dass wir uns selbst nicht durch eigene Bemühungen helfen könnten.
dass wir auf einen Retter angewiesen sind, dass Gott ans Kreuz gehen muss, diese scheußliche Tat, dass er ans Kreuz gehen muss, das Gericht für uns zu tragen, dass das nötig ist, um uns zu retten. So schlecht macht ihr die Menschen. Der Mensch ist im Kern gut, gut Fehler haben wir alle. Aber wenn wir uns bemühen und wenn wir uns gegenseitig helfen und die Bedingungen ein bisschen bessern, dann ist der Mensch in der Lage, das Gute in sich zu entwickeln. Das ist die tiefe Überzeugung, die wir uns Menschen brechen in Europa. Und das ist von Anfang an, wer im Gespräch ist mit Menschen, denkenden Menschen zur Zeit, der weiß, diese Abneigung dagegen, dass in den Christen, unter christlichen Kirchen, auch ein bisschen Freikirchen hinein, höre ich jetzt Leute sagen, muss den Leuten nicht ewig erst schlecht machen und dauernd von Sünde reden. Nein, wir fördern das Positive, das Potenzial im Menschen fördern. Denn Gott liebt uns und er hat uns wunderbar geschaffen und das musst du positiv, alles positiv sehen. Das sind ja alles fast heile Wahrheiten. Nur, die Bibel sagt, das Herz ist ein Gott, sagt es dir selber. Sich die Meinung des Jeremia, steht am Anfang so, spricht Jahwe. Das Herz ist ein verlogenes Ding und es ist voller Unheil. Und Jesus ist ja noch schroffer in der Sache. Markus Evangelium Kapitel 5, da sagt er dann, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hass. Die äußeren Bedingungen verhindern das Schlimmste. Im Grunde sind wir zu allem Bestialischen fähig, zu allem Bösen. Nur für Bankeinbrüche bin ich zu doof. Das meiste Böse verhindert die Umstände. Das ist genau umgekehrt. Die Menschen sagen, ringsherum sagen, der Mensch ist im Kern gut, aber die Verhältnisse sind schlecht und machen ihn schlecht und deshalb. Wenn die besser sind, wird der Mensch gut. Nicht nur im Sozialismus die Fähigkeit, auch sonst ist das die Philosophie. Und manchmal habe ich den Eindruck, wie kann man dann Lehrer sein, wenn man sowas nicht glaubt. Man muss doch irgendwie, wenn man diese Engel vor sich hat oder was da schwer erziehbar, dann muss man irgendwie glauben, das Gute. Wir sehen, wir verachten Menschen nicht, sondern jeder Mensch ist von Gott kostbar und geliebt. Für jeden Menschen, ganz egal, was er getan und gedacht hat und tun wird, ist Christus am Kreuz gestorben. Jeder ist Gott einen Christus wert und jeder ist Jesus den letzten Blutstropfen wert. Und das ist das positive Pluszeichen vor jedem verlorenen Menschen. Aber das Herz ist die Quelle des Bösen, der Lüge. Deshalb ist das heute so schwer. Ich sage euch ganz offen, deshalb bekehren sich in Europa Menschen nur sehr schwer zu Jesus. Weil Christ wirst du nur, Jesus nachfolgen, wirst du nur, indem du dich von den Götzen zum lebendigen Gott bekehrst. Und wir glauben auch im Christentum, unter dem Mantel des Christentums, zuerst an Götzen. Ich und das Gute im Menschen. Und höre auf dein Herz. Und das ist gut. Und wir wissen nicht, wie verloren wir sind. Und dass wir vertrocknen wie ein Dornstrauch in der Wüste, wenn wir die Reserven zum Wachstum auf uns selbst ziehen und nicht in den Schöpfer eingepflanzt, versöhnt werden. Dieser Text in Jeremia ist ja eine Botschaft Gottes an das Volk Gottes. Nach innen, nicht nach außen, an die Heidenvölker zunächst. Zunächst nach innen, denn die Not des Volkes Gottes ist nicht, dass sie kein Geld haben und dies oder jenes, Schwierigkeiten gibt, sondern sie tun zweifache Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich selbst Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Das ist die Sünde des Volkes Gottes. Und deshalb ist das, wohin gehöre ich? Zu den Quellen des Lebens. Zuerst immer ein Ruf an
an uns in der Gemeinde, im Volk Gottes. Schaue ich in mein Herz, weiß ich, was ich bin. Woran vertraue ich eigentlich? Worauf vertraue ich eigentlich? Wie betrügerisch kann das eigene Herz sein? Wir halten im deutschsprachigen Raum ja Herz in der Regel als Bild, also diese Pumpe, dieses körperliche Organ, für ein Bild für den Sitz der Gefühle. Das ist in der Bibel nicht so. Im Vers, ist das so? Ja. Im Schlussvers, in dem Vers 10 heißt es, ich, Yahweh, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe jedem nach seinem Tun. Nieren prüfen, ist deshalb hier wichtig, weil in der biblischen Bildersprache der Psychologie sitzt das Gefühl in den Nieren. Im Herzen sitzt in der Bibel das Denken und der Wille und die Entscheidungen, das Steuerzentrum. Gefühle sind in den Nieren. Bei uns ist Herzschmerz, dass es Gefühl ist. Höre auf dein Herz, höre auf deine Gefühle. Da kommt man in Teufelsküche. Und darauf hört. Aber darf man auch nicht verdrängen. Wird man krank, das ist klar. Aber in der Bibel geht es gar nicht darum, was sagen dir deine Gefühle. Sag ich mal, wer nur auf seine Gefühle hört, wer sie verdrängt, wird krank, aber wer darauf hört, der lebt nach dem Prinzip, so erzieht man eine Kuh. Also, manche Bauern haben das, haben ihre Kühe auf so Weiden und haben, damit die nicht weglaufen, so Elektrozäune ringsrum gemacht. Gehen immer so Stromstöße durch. Und jede dumme Kuh kapiert, das Gras ohne elektrische Stromstöße besser schmeckt als mit. Also sie kommen mal selten, mampfen, reden, essen, rupfen da ihr Gras, plötzlich zuck, ziehen durch den Körper und sagen, nein, schmeckt nicht. Drehen an. So erzieht man eine Kuh, denn die funktioniert, wenn ich mich gut fühle, ist es gut. Wer also nach seinem Gefühl geht und sagt, wenn ich mich gut fühle, ist es gut, der wird dressiert wie eine Kuh. Unser Herz, sagt die Bibel, was unsere Entscheidung, unsere Wünsche, unser Willen angeht, ist ein betrügerisches Herz. Was soll man denn tun? Zum Psychiater gehen, eine Analyse machen, wenn man sagt, wer bin ich denn eigentlich, können Sie mir mal helfen, zu verstehen, was ich eigentlich will? Man kann ja vielleicht auch eine Hilfe sein. Gott sagt, ich heißt es hier. In das es ich bin, der kann das Herz ergründen. Übrigens, das ist der klassische Ausdruck Gottes. Kardiognostes. Er ist ein Kardiognost. Dieses Wort aus dem Griechischen steht in Apostelgeschichte 1. Als die Gemeinde für den Judas einen 12. Apostel wählt, da beten sie, Herr, du bist der Kardiognost. Du kennst unsere Herzen. Du kennst die Herzen aller des Menschen. Hier, wie hier bei Jeremia, der die Herzen ergründet. Das Tiefste in meinem Leben kennt. Durch du durchschaust uns. Und deshalb kommen wir zu dir und bitten dich, sortier du. Wir schmeißen uns in unserem Leben all den Widersprüchen, all den Rätseln, all den Torheiten, den Dummheiten, dem Irrgeleitetsein auf dich. Das ist Vertrauen. Wir vertrauen dem lebendigen Herrn. Du kennst mich besser, als ich mich selber kenne. Wir machen es wieder, Petrus. Der Jesus verraten hatte, nachdem er große Sprüche gemacht hat, Mensch, sterben muss für dich. Und nach der Auferstehung fragt Jesus ihn, hast du mich lieb? Fragt ihn dreimal. Und Petrus versteht genau, Jesus tippt die Wunde an. Man kann auf dein Wort eigentlich ja nichts geben. Du hast ja schon manches versprochen und wusstest ja gar nicht, wie du es halten solltest. Und als Petrus das spürt, dass Jesus zum dritten Mal fragt, hast du mich lieb? Da sagt er voller Schmerz, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe.
Das heißt, er wirft sich mit seinem ganzen unergründlichen Herzen auf Jesus. Er sagt, du allein weißt, was man von meinen Entscheidungen halten muss. Du weißt, wie wenig ich für mich selber garantieren kann. Du kennst die Verwirrung in mir selber. Aber mit all dem schmeiße ich mich auf dich und vertraue dir. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist so bestätigt, Jesus in mir. So gebraucht er ihn als Mitarbeiter. So ist er eingepflanzt in den tiefen Wurzeln. Also, beides ist jetzt nötig. Zunächst einmal, dass wir selber uns von Gott neu ziehen lassen. Herr, hilf mir raus aus den Täuschungen meines eigenen Herzens. Ja, dazu hat Gott uns sein Wort gegeben. Deshalb bin ich so nervös geworden, als ich den Text las, den Textvorschlag für diesen Tag. Und dann las ich den Zusammenhang. Und dann dachte ich, haben die die schönen Sätze rausgepickt aus dem Zusammenhang? Und alles, was ein bisschen quer lag, haben sie gestrichen. So kann man die Bibel nicht behandeln. Wenn du nur das liest, was dich bestätigt, das ist typisch. Segen wollen sie alle. Ein Hunger nach Bestätigung, nach Tröstung, nach Stärkung, das wollen wir, weil wir alle Angst haben miteinander. Gott aber sagt, nein, du brauchst die Wahrheit über dein Leben, auch wenn sie manchmal schmerzhaft ist. Dass du dich bekehrst von den Götzen zum lebendigen Gott. Dass du nicht länger dein Herz hängst an die anderen Quellen oder an die Zisternen, die dort nicht das Wasser halten. Sondern komm zu mir. Pflanz in mein Wort dein Herz. Schärf es. Nimm es, saug es, trink es. Und deine Stärke. Dein Leben soll Frucht bringen. Und wenn wir es für uns selber praktizieren, liebe Schwestern und Brüder, dann werden wir auch begreifen, dass die Menschen, mit denen wir zusammenleben, in Städten und Dörfern und Ländern, nichts dringender brauchen, als dass sie heute Jesus kennenlernen. Jesus kennenlernen. Es reicht nicht, dass man irgendwie höhere Werte hat. Da reden sie von europäischen Werten und so. Das ist das Ding. Es reicht nicht, dass man an eine höhere Macht glaubt an sich. Gott hat sich zu erkennen gegeben. Jesus, Jahwe rettet, er wird persönlich. Deshalb habt ihr im März die Tage, den Tage feiern. Unglaublich. Weil Menschen, die das im Augenblick noch gar nicht ahnen, deutlich machen, es gibt nur eine Quelle des Lebens und du brauchst sie. Sie macht dein Leben zu einem blühenden, fruchtbaren Leben in Zeit und in Ewigkeit. Aber ich beobachte auch in Europa heute, dass nur Gemeinden, die die Wahrheit des Wortes Gottes für sich selber gelten lassen, begreifen, dass sie diese Botschaft von Jesus den anderen Menschen in ihren Städten schuldig sind. Christen und Kirchenmitglieder, die dieses Wort der Bibel nicht gelten lassen, haben auch viele Gründe, dass man andere nicht belästigen soll, Mission, das macht man. Ich wünsche euch sehr, dass ihr in euren Gemeinden brennt für Jesus und schöpft aus dieser Quelle, dass wir aus dieser Liebe getrieben den Menschen sagen, Jesus, das ist der, was du suchst. Er alleine kann es dir in Zeit und Ewigkeit geben. Lass dich einladen. Wir können niemanden zwingen. Wir bitten an Christi statt. Wir müssen ertragen, wenn Bitten abgelehnt werden. Jesus hat nie, es gibt keine Manipulation, schon gar keinen Zwang. Aber wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich freue mich sehr auf die Tage in Bad Ischl, wie auf die drei anderen Städte. Das ist ja eine gewaltige Sache. Ich bewundere euch, Österreicher. Da gibt noch mal wieder eine so eine Serie. In Freistadt fängt es an, immer so von Mittwoch bis Sonntag. In Freistadt, dann in Linz, in Leon, in
Bad Ischl und Wieselburg, ne? Ostwürde, ist auch nochmal. Also 4 Wochen hintereinander. Welche Chance. Unglaublich ist das Thema, weil die Botschaft unglaublich ist. Großartig, wunderbar. Und die Menschen sie so schwer annehmen können. Aber der Heilige Geist schafft es. Wir vertrauen auf das Wunder des Heiligen Geistes, dass er an unseren Herzen arbeitet und an den Herzen der Menschen, die ihn noch nicht kennen. Dafür danke ich dir, Jesus. Ja, der Herr verwendet immer wieder Beispiele aus seiner Schöpfung, um uns geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Also das Bekannteste ist wohl der gute Hirte und die Schafe, wo wir Menschen als Schafe verglichen werden. Und im Psalm 1, da vergleicht Gott uns mit Bäumen. Und Bäume, da heißt es, dass ein Mensch, der was Gottes Wort liebt und Gottes Wort im Herzen hat, dass der wie ein Baum ist, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der Frucht bringt und der was auch bei einer dürren Zeit nicht vertrocknet. Schauen wir mal, ob das funktioniert da, weil da hätten wir ein paar Bilder dazu. Also wenn es nicht funktioniert, dann macht es auch nichts. Ihr könnt euch das ja gut vorstellen. Geht schon. Ah, jetzt ist schon da. Oder? Da sieht man einen Wasserbach, die Trauben und ein paar schöne grüne Bäume im Bad Aussee. Und wer mich nicht kennt, der will mich kurz vorstellen. Ich bin der Schmarranzer Daniel und ich habe von Berufswegen mit Bäumen zu tun, weil ich nämlich da in Gulsen ein Sägewerk betreibe. Und so darf ich euch heute ein paar Gedanken dazu weitergeben, wenn Gott uns mit Bäumen vergleicht, was er uns damit wohl alles sagen will. Wenn wir jetzt so einen schönen Baum sehen, da setzt mein Vater beim Holz aussuchen. Aha, mal zurück. Beim Holz aussuchen im Wald, so ein schöner Fichtenbaum. Wie wächst jetzt so ein Baum? Und wenn wir darüber nachdenken, kommen wir drauf, ein wesentlicher Anteil, dass der Baum wächst, der ist für unsere Augen gar nicht sichtbar. Der ist nämlich unter der Erde. Das sind nämlich die Wurzeln des Baumes. Und die erfüllen ganz wichtige Funktionen. Erstens, dass der Baum Nährstoffe kriegt. Und zweitens, dass der Baum einen guten Halt hat, wenn einmal ein Sturm kommt, damit er nicht umfällt. Und der Boden hat Wasser und Erde drin und der Baum nimmt das auf und transportiert das nach oben. Aber wie funktioniert denn das eigentlich? Haben wir uns da schon mal das eigentlich gefragt, weil Wasser geht ja bekanntlicherweise nach unten. Also unser Schöpfer hat sich das schon sehr genial ausgedacht, nämlich das funktioniert so, dass der Baum von der Wurzelspitze bis zum Wipfel, bis zum letzten Blatt ganz feine Röhrchen hat. Und wenn jetzt oben auf dem Blatt die Sonne drauf scheint, verdunstet das Wasser und es entsteht ein Sog. Und der Sog setzt sich fort bis in die Wurzelspitzen und da saugt der Baum dann das Wasser und die Nährstoffe aus dem Boden raus. So ungefähr wie wenn wir bei einem Strohhalm anziehen. Müsst ihr euch das vorstellen. Und es funktioniert bis über 100 Meter hoch. Die Mammutbäume in Kalifornien, die sind über 100 Meter hoch. Und wenn ein heißer Sommertag ist, dann kann zum Beispiel eine Birke, die kann über 100 Liter Wasser so aus dem Boden raussaugen. Also die Nährstoffe für den Baum sind das Wasser und die Spurenelemente in der Erde. Und was, jetzt haben wir den Vergleich zwischen uns Menschen und dem Baum. Was ist der Nährstoff für uns Menschen? Und das wissen wir aus dem Wort Gottes. Wir leben nicht vom Brot allein, sondern wir leben vom Wort Gottes. Und im Psalm 1 kommt das auch schon vor. Wer die Lust hat, die Freude am Gesetz des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Und jetzt kann man das so fragen, wie geht es jetzt einem Baum, der jetzt einen guten Boden hat, wo viel Wasser ist, viel Nährstoffe, aber der wenig Licht hat, der was wenig im Schatten steht, der kann eigentlich nicht viel wachsen, weil er hat keinen Sog, der kann nichts raussaugen aus dem Boden. Der wächst sehr langsam. So geht es einem Christen, der zwar einen guten Boden hat, in dem Sinn viele Gottesdienste besucht, Bibelkreise, Bibelwissen, Bücher liest, der das aber nicht weitergibt oder wenig weitergibt, der hat ein wenig Wachstum. Und umgekehrt, wie geht es jetzt einem Baum, der was viel Licht hat?
Und aber im Boden, der Boden zum Beispiel trocken ist und er kriegt wenig Wasser aus dem Boden, oder der Boden ist gefroren, dann kann auch nichts raussaugen. Das ist auch der Grund eigentlich, warum es die Baumgrenze gibt. Weil wenn die Bäume im Winter im Schnee stecken und im Frühling wird es schon schön warm und die Nadeln und die Blätter fangen zum Verdunsten an, dann entsteht dieser Sog, aber wenn der Boden nur gefroren ist und der Baum steckt im Schnee, dann kann er nichts rausholen und dann vertrocknet er. Und so geht es auch an Christen, der was viel gibt, viel dient und viel weitergibt, aber nicht von unten aus dem Wort Gottes sie wieder neu ernährt, der vertrocknet auch. Also geistig gesehen. Und ein anderer Aspekt von den Wurzeln ist nur der Halt. Die müssen, wenn ein Sturm kommt, dann müssen die Wurzeln den Baum stützen, damit er nicht umfällt. Und da gibt es jetzt Flachwurzeln, die Fichten, das ist zum Beispiel eine Fichte, da gehen die Wurzeln so flach im Boden aussehen, oder Tiefwurzeln, die Tannen und die Lärchen und manche Laubbäume, die haben tiefe Wurzeln im Boden. Und das ist natürlich klar, die Bäume mit den tiefen Wurzeln, die halten den Stürmen viel besser stand. Und das funktioniert. Das Bild habe ich zwar jetzt kein Baum, aber dass man sieht, es ist eigentlich ein großer Teil von der Pflanzen, ist nicht sichtbar. Ist unter der Erde. Manche Pflanzen sogar mehr als die Hälfte Masse oder Material steckt in die Wurzeln. Die Weinstücke haben zum Beispiel bis zu 20 Meter tiefe Wurzeln. Und mein Gedanke war, es ist ja für die Mitmenschen oder für die, ist es nicht sichtbar, wie bei uns Menschen unser Wurzelsystem ausschaut. Und was ist das jetzt wieder umgelegt auf das Geistliche? Das ist unsere Beziehung zu Jesus, unsere Zeit, die wir mit ihm in der Stille verbringen, im Wort Gottes, wo wir unsere Seele und unsere Beziehung stärken zu ihm. Das sehen unsere Mitmenschen nicht. Aber es wird sichtbar, wenn ein Sturm kommt, wenn die Stürme des Lebens sind, dann sehen wir, ob wir einen Halt haben oder nicht. Wie bei den Bäumen. Und die Bäume und der Wald ist bei uns in den letzten Jahren sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden durch die trockenen Sommer und die Borkenkäfer und die Stürme. Das ist zum Beispiel bei uns im Garten der große Fichten, die hat letztes Jahr auch die Trockenheit und der Borkenkäfer umgebracht ist, dürr geworden. Und so gibt es ganze Waldstriche in Deutschland und Österreich, wo der Wald gestorben ist. Und was machen jetzt die Forstwirte? Die pflanzen wieder einen frischen Wald an, aber nicht mehr so wie früher laut der Fichten, also Monokultur, sondern es wird ein Mischwald angepflanzt, immer mehr, weil es ist nämlich die sind viel gesünder und stabiler als wie so ein Wald, wo nur alle gleiche Holzsorten sind. Da können Sie zum Beispiel die Flachwurzler, die werden dann bei einem Sturm von den Tiefwurzeln geschützt und die Schädlinge können Sie nicht so schnell ausbreiten. Also ein Mischwald ist die gesündeste Waldform. Und wenn ich jetzt so in die Runde schaue und euch da sehe, so viele verschiedene Christen aus allen verschiedenen Gemeinden, dann kommt es mir ja so vor wie so ein Mischwald darunter. Und wenn wir eben als Gläubige da in Salzkammergut zusammenhalten, dann können wir alle Stürme, was so noch auf die Christenheit zukommen, dann sind wir einfach gut für die Zukunft gerüstet, wenn wir uns gemeinsam, so wie heute, da, oder in den Gebetsrunden, im Zusammenhalt stärken, so wie der Wald. Und das wollte ich euch mit dem Beispiel von den Bäumen weitergeben. Danke.